Cha-cha-cha! Arriba! Mit Ausschlafen war's heute nix. Der echte Löwenfan relaxte nach dem großen Ereignis auf dem Marienplatz. Das Vereinsgelände der Löwen heute Morgen um kurz vor neun. Die letzten Spuren des gestrigen Tages werden beseitigt. Dann die Saisonpremiere, der Trainer kommt als letzter. Die Geroden ausgegangen mit halber 10. Motto des Morgens, Spezi statt Bier, das rate ich dir. Vorbei am neuen Erstligastadion. Aber Fußball reißt heute keinen vom Hocker. Langsam, meine Herren, langsam. Die Bälle unterschreiben, bitte. Dann auch noch umsteigen. Der Mannschaft wurde wirklich nichts geschenkt. Im Sechsspänner zum Rathaus. München schläft, aber langsam wird es wach. War verrückt, dass ich unterwegs war. Thema der ersten Mannschaftsbesprechung. Guten Morgen, erste Liga. Und schon waren die Löwen wach. Naja, so einigermaßen. Hinter dem Rathaus ein Wiener Fiaker. Oben ein Münchner Wirt mit über 20.000 Gästen. Die erste Neuigkeit von oben. Unser Bürgermeister hat mir gerade gesagt, der Stadion wird ausgebaut. Wir bedanken uns. Diesen Jubel hatten die Löwen einen anstrengenden Tag hinter sich. Er sollte der längste des Jahres werden. Auf das hin, ein dreifaches Ziegenzange, Ziegenzange! Ziegenzange, Ziegenzange! Ziegenzange, Ziegenzange! Jawohl, ihr seid Kumpels! So, liebe Sechsker-Fans, als erstes gratuliere ich der erfolgreichen Mannschaft zu diesem spektakulären, zu diesem fabelhaften Durchmarsch in die erste Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch! Ein Wunder, dass Sie schon wieder so ausgeschlafen waren. Oder waren die, die heute da waren, gar nicht dabei? München, Samstag gegen 1 Uhr nachts. Die Karawane sammelt sich zur Abfahrt nach Meppen. Verzweiflung macht sich breit. 21 Busse sind restlos überfüllt. Die Route durch München wurde standesgemäß gewählt. Der Löwentross fährt vorbei am Siegestor. Wir sind stark wie noch nie. Die lange Nacht beginnt. Flughafen München, Samstag 12 Uhr, Abreise des zweiten Konvois im Charterflieger nach Osnabrück. In angemessener Kleidung, standesgemäß für Fans und Ersatzspieler, standesgemäß auch das Wetter. Der Himmel über dem Emsland, weiß-blau. 13.30 Uhr, die Löwen kommen. 14.30 Uhr, die Löwen sind da. Und wie? Das Emslandstadion ist ausverkauft. Von den 15.000 Zuschauern drücken etwa 10.000 den Löwen die Daumen. Auch diejenigen, die eigentlich zur Neutralität verpflichtet sind. Nur wenige konnten bei diesem Stimmungsfeuerwerk ruhig sitzen bleiben.
Nach 3 Minuten niemand mehr. Peter Packholt sucht und findet Bernhard Winkler. Der sucht und findet Peter Packholt. Der sucht sich die richtige Ecke aus. Das 1:0, ein gefundenes Fressen für die Löwen. Doch einer blieb immer noch ruhig sitzen. Es war allerdings der einzige. Der 34. Treffer der Torfabrik Bernhard Winkler, Peter Packholt, des erfolgreichsten Stürmerduos im bezahlten deutschen Fußball. Vier Stationen, die den Löwenzug in die erste Liga brachten. Ohne dass ein Meppener auch nur in die Nähe des Balles kam. Es war Peter Packholts 18. Saisontreffer. Kein Wunder, dass den Tierliebhaber alle lieb hatten. Momente, die er nie vergessen wird, und Bilder, die mehr sagen als viele Worte. Ich muss ehrlich sagen, vor dem Spiel, da hat man irrsinnige Gefühle. Da geht da so viel durch den Kopf. Und jetzt hat ein paar Minuten vor Schluss. Momentan kann man es nicht in Worten fassen. Das wird sich sicher erst in den nächsten paar Tagen und Wochen realisieren lassen, was wir da heute erreicht haben. 17:15 Uhr. Schluss mit der Saison. Und erstmals Fersengeld geben. Denn nun kamen sie verdammt schnell daher. Sie weinten und sie tanzten. Neue Gegner braucht der Fan. Dabei waren sie vor einem Jahr noch Amateure. Kam der Aufschwung unerwartet. Doch, habe ich schon erwartet, weil ich schon vor 2 Jahren die Feiglinge PHP ausgemistet habe. Ich wollte einfach ganze Kerle haben in unserer Truppe. Und auch da habe ich vor einigen Monaten gesagt, in unserer Mannschaft sind nur Siegertypen. Wir haben gesehen, das stimmt. Es war ja heute auch nicht leicht, überhaupt die letzten Spiele. Und auch Meppen ist ja ganz schön zur Sache gegangen. Sind wir froh, dass es so war. Und ich muss sagen, wir waren nicht Angst heute vor dem heutigen Spiel. Und der Trainer hat es auch richtig gesagt, wer Angst hat, verliert. Wir hatten keine Angst und haben gewonnen. Auch die Fans zeigten sich von ihrer mutigsten Seite. Doch Übermut tut selten gut und manchmal sogar weh. Aber nicht lange. Kurz nach 20.30 Uhr wieder zurück am Flughafen Münster-Osnabrück. Die Löwen kommen. Kinder und Kranke durften als Erste rein. Auf dem Rollfeld die Open-Air-Sonderbewirtung. Der Vogel im Hintergrund musste noch etwas warten, bis alle endlich drin waren. Den Sicherheitsanweisungen dieser beiden Herren lauschen durften. Die Auszeit, die man nehmen konnte, war nur kurz. Ankunft München um 10:30 Uhr. 2000 Fans warteten. Spielerbus. Draußen eindeutige Gesänge, drinnen klare Anweisungen. Es ist so, dass wir uns morgen, morgen ist vermutlich Sonntag, wir wissen nicht, wie wir das erleben. Die Fahrt durch die Stadt erlebten sie noch.